Die Eastern Conference hat im Vergleich zum Westen in den letzten Jahren ziemlich aufgeholt, diesen großen Klassenunterschied scheint es mittlerweile nicht mehr zu geben. Der Kampf um die Playoff-Plätze kann ein echtes Blutbad werden, weil Teams wie die Raptors, Bulls und Hornets reinrutschen könnten, sich in Mannschaften wie den Knicks, Hawks, Sixers, Celtics, Wizards und Pacers wirklich um die begehrten Plätze streiten könnten. Die Spitze sieht hingegen eigentlich relativ klar aus, bei den besten Teams gibt es eigentlich nicht viel Diskussionsbedarf, ich persönlich kenne niemanden, der die Nets und Bucks nicht als die große Top 2 ansieht. Das scheint eine klare Sache zu sein, die beiden sind in einem Tier für sich selber und dann kommt erstmal eine Weile gar nichts, bevor ich in meinem Power-Ranking dann die Miami Heat habe, eigentlich auch relativ klar an Position 3. Noch ein Tier darunter sind in meinen Augen dann erst Teams wie Atlanta, Philadelphia und Boston. Wenn es also jemanden im Osten gibt, der verhindern kann, dass wir die Bucks gegen Nets in den Eastern Conference Finals nächsten Mai sehen werden, dann sind es wohl die Miami Heat, welche im Sommer mächtig aufgerüstet haben. Mit Bam Adebayo, Jimmy Butler und nun auch Kyle Lowry hat man eine Menge offensive Feuerkraft, diese drei plus Coach Eric Spoelstra plus die richtigen Rollenspieler bilden ein Team, welches man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Dennoch ist ihr Kader nicht auf dem Level der Bucks und Nets und das wird er wohl auch nicht, wenn man in dieser Saison nicht noch irgendwelche großen Moves macht, wovon ich nicht unbedingt ausgehen würde. Die Sache würde anders aussehen, wenn man jetzt noch einen Spieler der Kategorie Luka Doncic, Trae Young oder Ja Morant im Team hätte. Nun würde Tyler Hero sagen, haben wir doch, mich. Selbstbewusstsein ist gut, versteht mich da bitte nicht falsch, allerdings haben diese Aussagen nicht viel mit der Realität zu tun. Aber nichtsdestotrotz ist Tyler Hero ein junger Spieler mit einer Menge Potenzial, der auch schon gezeigt hat, was er kann. Er war ein nicht unwichtiger Bestandteil des 2020er Finals-Teams der Heat in seinem Rookie-Jahr. Nachdem er es letzte Saison aber leider nicht geschafft hat, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen, was unter anderem auch an mehreren Verletzungen an der Schulter und Knöchel lag, Gerüchten zufolge auch ein bisschen an seinem Lifestyle abseits des Parketts, möchte der immer noch erst 21-Jährige nun endlich wieder angreifen. Der Sommer lief schon mal ziemlich gut, laut eigenen Aussagen hat er etwa 10 Kilogramm an Muskelmasse draufpacken können, er zeigte seine Skills bei den Olympic Workouts im Juli in Vegas und er spielte eine überragende Preseason für Miami. Ich glaube, dass Hero der X-Faktor für Miami sein könnte und dass ihr Erfolg in dieser Saison auch davon abhängt, ob er wirklich ein Breakout-Jahr haben könnte. Denn nur dann sehe ich überhaupt eine Chance, dass Miami den Osten gewinnt und wir schauen uns in den nächsten Minuten mal ein bisschen mehr zu Tyler Christopher Hero an. Gefallen euch meine Videos, lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr Basketballfans mit meinen Videos zu erreichen. Hero legte im letzten Jahr durchschnittlich 15 Punkte, 5 Rebounds und 3 Assists pro Spiel auf, hatte eine 52% effektive Wurfquote, die ihn in der 48er Percentile rankt, er traf 35% von Downtown und 80% von der Freiwurflinie. Das alles führte zu einem 104er Offensivrating, kein besonders toller Wert und auch nur minimal besser als die 103 aus der Saison davor. Wie ihr sehen könnt, ist Hero also kein Effizienzmonster, aber was kann er denn eigentlich? Der 21-Jährige gibt dir ein bisschen etwas von allem, er zählt seine Punkte aus einem Mix aus On-Ball und Off-Ball-Touches. Der Wurf fiel im letzten Jahr bei weitem nicht so gut wie in der Saison davor, weder von Downtown, der Midrange oder Freiwurflinie. Wer weiß, woran es liegt, vielleicht war seine Rookie-Saison auch ein Ausreißer nach oben, vielleicht war es die kurze Off-Season nach der Bubble, die Verletzung oder der Fakt, dass er laut eigenen Aussagen letzte Saison nicht wirklich Spaß am Spielen hatte. Ich würde eher sagen, dass seine letzte Saison ein Ausreißer nach unten war, er zukünftig näher an 38 als an 35% Dreierquote und näher an 87 als an den 80 letzte Saison von der Freiwurflinie dran sein wird. Hero ist ein guter Offballspieler und Movement-Shooter, kein Duncan Robinson und trotzdem laufen die Heat eine Menge der Spielzüge für beide Guards. So wie diese Flex-Offense-Action aus dem Post, Adebayo stellt einen Downscreen und Hero rotiert hoch und feuert ab. Der 21er versteht es, sich abseits des Balles zu bewegen, Screens zu nutzen, um diese herumzukurlen oder mit Cuts zum Korb zu kommen. Das schafft er selber aus dem Dribbling leider nur selten, von daher ist dieses Off-Ball-Movement im wunderschönen Flow-Offense-System der Heat extrem wichtig für ihn, um überhaupt mal am Korb abzuschließen. Dort hat er aber einen tollen Touch mit beiden Händen, hat mehrere Arten von Finishes im Arsenal, so wie hier den Up-and-Under-Korbleger aus einem schwierigen Winkel. Oder in dieser Szene, wo er den Ball ganz hoch am Glas ablegt, butterweich über die ausgestreckten Arme des Shotblockers. Und hier packt Hero den kurzen Push-Shot aus, er traf letzte Saison starke 65% direkt am Korb, 74er Percentile. Der Off-Ball-Stuff ist die eine Seite und das wird wichtig, wer neben Startern auf dem Parkett stehen möchte. Lowry, Butler und Adebayo sind zwar jeder für sich nicht crazy balldominant, dennoch wird der absolut überwiegende Teil der Angriffe über einen der drei gehen. Hero wird keine Isolations kriegen, wenn er neben den dreien spielt, also muss er abseits des Balles arbeiten. Entwickelt er sich zu einem besseren Movement-Shooter mit echter Gravity, der den Ball nicht in seinen Händen braucht, dann macht ihn das umso wertvoller für Eric Spoelstra und die Heat. Die andere Seite ist dann aber On-Ball-Shot-Creation und das ist auch der Hauptgrund, warum der Vergleich mit Luca, Trey und Ja absolut nichts taugt. Hero ist jemand, der selber mit dem Ball etwas kreieren kann, teilweise auch richtig gut, aber nicht wirklich effizient und auch nicht auf einem Level, wo er das für sich und andere als eine primäre Option tun kann.
Sicherlich hat er seine Momente. Hier killt er Marcus Smart mit dem schnellen Behind-the-Back-Crossover, bevor er den Pull-Up-Dreier verwandelt. Und hier zerlegt er die Celtics-Defense im gleichen Spiel, ändert Richtung, spielt mit verschiedenem Tempo und verwandelt den Push-Shot easy. Es gibt Abende, da fallen die Step-Back-Würfe andauernd und Hero sieht wirklich wie ein echter junger Star aus. Und man muss es ihm lassen, er ist ein hervorragender Tough-Shot-Taker und Maker. Der 21-Jährige fühlte sich in Jahr 2 zunehmend wohler gegen Drop-Coverages, egal ob mit Pull-Up-Dreiern von weiter draußen oder Floatern, wenn der gegnerische Center sich wirklich richtig weit zurückzieht. Es kommt nicht selten vor, dass größere, langsamere Gegenspieler nicht den Hauch einer Chance haben, hier wissen die Hornets gar nicht, wie ihnen geschieht. Und dann traut er sich auch mal per Drive den Korb zu attackieren, wieder schön mit dem Finish auf der anderen Seite des Bretts den Shotblocker umgangen. Was ich sagen möchte, Hero hat eine Menge Talent und er hat noch mehr Selbstvertrauen und ist er heiß, dann lässt er schwierige Sachen auch extrem einfach aussehen. Und trotzdem ist er ineffizient und kein Go-To-Guy, trotzdem redet keiner von ihm, wenn es um die besten Jungspieler der Liga geht. Das Problem ist zum einen die Konstanz, die sich primär auf Heroes Spielweise zurückführen lässt, denn er ist ein extrem Jumpshot-lastiger Spieler. 78% all seiner Versuche sind entweder Midranger oder Dreier und wenn du da nicht elitär gut drin bist, dann kannst du einfach nicht effizient sein. Von Würfen zu leben ist gefährlich, wenn du nur ein okayer Werfer bist. Und wenn du dann Phasen wie letzte Saison aber mal hast, in denen dich dein Wurf mal verlässt, was passiert dann? Nun, die vielen Würfe entstehen ja aber auch nicht nur, weil Hero einfach in den eigenen Jumper verliebt ist. Okay, vielleicht ein kleines bisschen, es ist aber auch notgedrungen, weil er einfach kein guter Driver ist. Der 21-Jährige ist nicht wirklich explosiv, noch physisch seine Fällen überlegen, noch ist er ein elitärer Dribbler. Man sieht das hier, er kann nicht vorbeiziehen, gathert dann früh und hat quasi keine Wahl, so einen wilden Abschluss zu nehmen. Das führt dazu, dass er sich generell lieber für Stepbacks entscheidet, anstatt so wie hier den freien Raum unter dem Korb zu attackieren. Außerdem spielt er extrem körperlos, aber selbst wenn es anders wäre, ich glaube nicht, dass er überhaupt viel ausrichten könnte. Vielleicht hilft die extra Muskelmasse, ich denke, wir dürfen gespannt sein. Viele dieser schweren Würfe könnten sich auch vermeiden lassen, wenn er mehr Auge auf die Teamkollegen machen würde. Hero ist die Definition von Scoring-Tunnel. Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie in seinem Rookie-Jahr, aber immer noch ziemlich auffällig. Hier, wenn du nicht gerade Kevin Durant heißt, dann solltest du vielleicht besser nicht den langen Zweier nehmen, sondern zu deinem komplett offenen Teamkameraden in die rechte Ecke passen. Seine Usage-to-Assist-Quote rankt ihn immer noch in der schwachen 37er-Percentile, aber schon mal deutlich besser als in der 9er als Rookie. Um fair zu bleiben, er passt deutlich mehr, spielt umsichtiger und klüger und das war auch dringend nötig, erst recht bei einem Team, welches so von Ball-Movement lebt wie Miami. Und wenn er wirklich in diese Six-Man-Rolle reinwachsen will und der primäre Ballhändler der Second Unit werden will, dann muss er zwangsweise auch für andere auflegen. Wie gesagt, Improvements haben wir schon gesehen, hier hätte er wahrscheinlich im Jahr davor den schwierigen Runner probiert. Und ob er den Pass als Rookie gespielt hätte, wage ich ehrlich gesagt auch zu bezweifeln. Einige halten ihn jetzt schon für den Sixth Man of the Year Kandidaten in dieser Saison, ausschließen möchte ich es nicht, aber dafür ist halt schon eine echt ganz schön krasse Entwicklung nötig. Und dann gibt es ja auch noch die andere Seite des Balles, denn Hero war in seinen beiden ersten NBA-Jahren ein ganz klares defensives Minus. Ich würde ihn gar nicht mal zwangsweise als schlechten individuellen Verteidiger bezeichnen, da er schnelle Füße und ein schnelles Reaktionsvermögen hat und in der Vergangenheit auch schon gezeigt hat, dass er auch mal vor dem einen oder anderen guten Spieler bleiben kann, insgesamt ist er aber trotzdem noch eine Schwachstelle. Nehmt diese Szene, das ist nicht perfekt verteidigt, aber auch nicht grauenhaft, am Ende kann Hero aber körperlich gar keinen Widerstand leisten. Das ist ein ganz, ganz großes Problem bisher, Gegenspieler gehen gefühlt einfach durch ihn hindurch, weshalb es häufig Matchup-Hunting gegen ihn gibt. Wie gesagt, ich bin wirklich mal gespannt, ob diese extra draufgepackte Muskelmasse da einen wirklichen Unterschied machen kann. Er versteht seinen Job als Help- und Team-Defender, das musst du aber auch in einem Team wie Miami, und ich würde sagen, dass er absolut kein hoffnungsloser Fall ist. Wird er jemals den besten Guard oder kleinen Wing des Gegners vor einem Top-Level in den Playoffs verteidigen können? Wahrscheinlich eher nicht. Wird er aber auf Ewigkeiten ein Minus-Defender bleiben? Ich denke auch nicht. Viel wird mit den Mitspielern oder seiner Rolle abhängen, da es mit Sicherheit auch Matchups gibt, gegen die er am Ball oder als Point-of-Attack-Defender einen guten Job machen kann. Allerdings ist auch hier eine Entwicklung nötig, er muss es wollen, er wird hart daran arbeiten müssen. Also, ich glaube Hero könnte der große X-Faktor werden, hat er ein Breakout-Jahr, sollten die Heat, wenn sie gesund bleiben, zumindest eine Chance auf die Krone im Osten haben. Wir wissen nicht ob und wann Kyrie zurückkommt und die Bucks sind auch nicht unverwundbar in den Playoffs. Was denkt ihr zu der ganzen Situation? Wie immer gerne unten in die Kommentare. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.